Wir haben verschiedene Standorte, wo die Oldtimer gelagert sind. Einerseits im Untergeschoss, wo für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind. Dort haben wir auch die übergrossen Plätze. Dort ist Platz beispielsweise für alte Chevrolet, alte Amerikaner, übergrosse Luxuslimousinen, solche Sachen. Und andererseits ist auch das Hochregallager, das halbautomatische Parkiersystem, auch im Untergeschoss. Das ist einerseits klimatisiert, also die Temperatur stimmt, die Luftfeuchtigkeit stimmt. Wir haben Strom bei jedem Platz. Man hat Luftdruck, wo man kann, den Luftdruck erhöhen kann, wenn das Auto längere Standzeiten hat. Wir haben einen 24-7-Badge, wo man quasi jederzeit Zugang hat. Einwinterung, Auswinterung, nach einer Ausfahrt, Einlagerung, Auslagerung, Fahrzeugpflege, Reinigung etc. Dann haben wir aber auch einen Teil der Fahrzeuge im ersten Obergeschoss und im zweiten Obergeschoss. Und den sieht man teilweise über Glas, auch schön in Szene gesetzt mit Lichtbeleuchtung. Sieht man die Fahrzeuge und kann es anschauen. Ich würde immer so sagen, im Autorack lagern wir die Fahrzeuge so, wie wir es für uns selber auch lagern würden. Und in der Autohalle ist immer jemand da. Also wenn ich das Fahrzeug anschauen will, dann kann ich etwas essen mit meinen Freunden. Oder wenn ich eine Ausfahrt gemacht habe, dann trinke ich nachher noch etwas, bevor ich wieder in mein Alltagsauto einsteige. Und das ist so der Gedanke hinter dem Autorack in der Autohalle.